Bei mir Alexander Lange, BSV Rooxel. Schön, dass du dich stellst. Nach zwei Niederlagen hier, Vorjahresfinalist wart ihr gewesen. Dieses Jahr überhaupt nicht reingekommen. Nee, woran liegt's? Problem ist halt, sehr schwacher Kader. Viele Leute sind noch familiär abgesprungen. Und dann ist es natürlich schwierig. Also in dieser Konstellation haben wir in der Saison auch noch nicht zusammengespielt. Ja. Da wir uns jetzt auch Leute aus der zweiten holen mussten. Ja. Deswegen passt das Timing auch nicht wirklich. Ja, sah auch so aus, da hatte die HSG-Abwehr jetzt gerade ein leichtes Spiel mit euch, ja, oder? Ja. Also gut, wir hatten unsere Chancen, aber sind halt auch am guten Keeper gescheitert. Ja. Vom Gegner, ja, muss man so sagen. Er hat super gehalten. Ja, und unsere Abwehr, das Timing passte auch überhaupt nicht. Ja. Zu viele Kreisanspiele zugelassen und so, deswegen. Ist auch so ein bisschen Spezialität der HSG. Mit was für Erwartungen seid ihr denn überhaupt hier hingekommen? Also bitte sag jetzt nicht, wir wollen nur Spaß haben. Das auf jeden Fall. Nein! Doch, dass wir uns nicht verletzen. Ja. Weil wir stecken ja leider im Abstiegskampf in der Bezirksliga. Und nächste Woche ist wieder ein wichtiges Spiel. Und deswegen, das ist unser Hauptaugenmerk, dass sich keiner verletzt von uns. Okay, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, habt noch viel Spaß. Dankeschön. Ciao. Tschüss.